Was war dein Ziel für den heutigen Tag? Den Kranz zu machen. Aber ja, jetzt ist es rausgekommen. Super. Ab welchem Moment am heutigen Tag hast du daran gedacht, dass es möglich ist, Schlussamt zu kommen? Ja, ich habe einfach geschwungen und ich habe nie gross daran gedacht. Ich habe nichts studiert, ich bin einfach hier und hier. Jetzt die Ausgangslage vor dem Schlussgang. Bist du mir bewusst gewesen, dass der Gestellte mit einem 9 reinlängt? Nein, das bringt ja nichts. Schwingen. Jetzt ist das dein 6. Kranz und eben der 1. Kranzfestzeug. Hey, was bedeutet das für dich? Ja, absolut geil. Kann ich nicht anders sagen. Und jetzt wird denke ich noch gefeiert im Schwarzen Berg oder? Ja, ich denke, es geht etwas heute, ja. Super, besten Dank, Martin, Fabian. Merci. Vor dem Schlussgang, wie hast du dich vorbereitet? Ich war für mich ein bisschen im Schatten, draussen im Schatten und gewartet. Allein? Alleine, ja. Kein Betreuer gehabt? Nein. Ja, am Anfang ist noch schnell da bin ich bei mir gewesen, aber noch bin ich alleine ein bisschen runterfahren. Und nervös gewesen, oder? Nein, erstaunlicherweise nicht. Aber als ich hier eingelaufen bin, hat es mich doch schnell ein bisschen gefroren. Die Bedeutung von diesem Sieg? Ja, das ist natürlich, das ist riesig. Das ist das Größte, was einem Schwinger passieren kann, wenn du das Kantonale gewinnen kannst. Tag der Tage habe ich heute verwünscht. Das ist gelaufen von Anfang an. Weil das war der schwierigste Moment? Ja, mit dem Fippo, mit dem Leimbacher Fippo. Dort habe ich natürlich nicht gewusst, ich habe ihn noch nie gehabt. Ja. Zu dem Mal habe ich gewusst, wie er greift. Wie er schwingt, habe ich schon gewusst. Ja. Dort, ja, ein Fehler und dann liegst du auf dem Hocker, oder? Aber es ist, ja, kann ich ihn stellen. Gleich noch etwas probiert. Ja. Aber nicht gerade wahnsinnig viel, ja. Aber das war schon der schwierigste Gang. Diese konnte ich wirklich schnell gewinnen. Ja, kannst du die noch.